Moin, hier ist euer Natus und der Hendrik ist auch dabei. Wir sind am berühmt-berüchtigsten, krassesten T5-Klettercache der ganzen Welt. Nee, mindestens aber von Deutschland. Zumindest ist er schon bekannt und wird gerne diskutiert. Also ihr seht, man kann fast gar nichts erkennen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kamera halten soll, dass ihr von dem Gebäude ein bisschen was mitkriegt. Also, wir wollen dieses Gebäude hochsteigen. Ich laufe mal hier noch ein paar Meter weiter. Ja, ich glaube, hier sieht man es schon ganz gut. Wir überlegen, wie wir das Ganze jetzt gestalten. Es gibt da definitiv mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch Hin und Wieser so Geocaching-Symbole, die zeigen, wo man hochmachen könnte. Ja, diese Träger sind auch sehr bekannt für dieses Gebäude. Total abgefahren. Das ist also schon mal Basislage Nummer 1. Sehr cool auf jeden Fall. Ah, hier geht's hoch durch das Loch. Schön. Das ist ja wirklich nach meinem Geschmack. Oder? Das ist cool. Yes! Ich glaube, Hendrik und ich werden hier unseren Spaß haben. Das wird eine wirklich lustige Nummer. Gut, wir haben beschlossen, dass wir erstmal auf Erkundungstour gehen. Das heißt, hier müsste man das Seil von innen nach außen ballern und dann irgendwie unten wieder festmachen. So, jetzt bin ich spaßeshalber mal hier hineingestiegen, um mal ein bisschen mich umzuschauen. Aber von hier aus werden wir uns nicht nach oben arbeiten. Ich muss sagen, schön anzusehen. Aber nichts Spannendes weiter. Also beim Klettern läuft es ja darauf hinaus, dass man verschiedene Wege zum Ziel hat, verschiedene Routen. Und wir haben jetzt viel überlegt. Es fiel uns nicht leicht, nicht einfach die einfachste der möglichen Routen zu nehmen, nämlich außen. Wir haben hier eine Big Shot und ganz ehrlich, das ist nicht so kompliziert, von unten ganz nach oben einfach von außen auf die Träger, die man jetzt nicht sieht, zu schießen. Aber das wäre zu einfach. Den vorgesehenen Weg, der ist wieder zu umständlich, sagen wir zu faul. Deswegen überlegen wir, ob wir jetzt Variante C nehmen. Bisschen hier im Gebäude und mal sehen, ob ich es schaffe, dort oben einzubauen. Keine Ahnung, wir können es mal probieren. Also der Winkel wird das Problem. Ansonsten, die Schusshöhe, hast du ja gesehen, ist nicht das Problem. Achtung! Oh, schade! Das war gut gezielt. So, Freunde! Es ist geil, manchmal muss man Glück haben. Der Seil ist außen nicht runtergekommen, aber ich habe es jetzt irgendwie hier runtergependelt zu uns. Eigentlich war das auch unser Plan, genauso wollten wir es. Also, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir könnten zum Beispiel würgend einbauen oder wir sichern uns ja gegenseitig. Und jetzt kommt der spannendste Teil. Scherz beiseite. Aber die reibt ordentlich. Mal gucken, ob das... Hoffentlich ist sie stabil genug. Die reibt aber mal heftig. So, kleiner Schnitt. Unser Seileinbau war aufwendiger als gedacht. Ging leider nicht so schnell. Aber wir haben es geschafft. Ich bin dann mal in der ersten Etage und wir hätten was essen sollen. Fühle mich etwas geschafft. So, die nächste Etage ist erklommen. Da unten ist der Hendrik. Da war ich gerade eben. Jetzt bin ich hier. Und zwar hier. Ein schöner Trichter hier. Also, da sind wir. Oben angekommen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier in die Mitte. So. Hier ist der Trichter. Gut, genießen wir den Blick. Und das sind diese legendären Schweden, die man so von diversen Fotos kennt. Sehr, sehr cool. Entschuldigung, machst du das mal rabiat? Ne Logbuch haben wir es natürlich eingetragen, trugen. Und hier gibt es einen Schlüssel, das haben wir nicht gezeigt. Den muss man sich suchen. Also nicht ohne Schlüssel hier hochrennen, dann habt ihr die A-Karte. Aber wo der Schlüssel ist, zeigt man nicht. Wir gehen jetzt noch auf die Stahlträger. Wir machen jetzt noch ein kleines Battle. Freestyle natürlich.
Und das zeigen wir aber nicht. Also das wollen wir nicht, dass es jemand nachmacht. Gut, das schneide ich hier raus. Cool! Der Owner dieses Caches hat mich persönlich aufgrund meines YouTube-Kanals darauf hingewiesen, nochmal seinen Cache zu absolvieren und zu filmen. Also heute alles ganz offiziell. Liebe Grüße an den Owner, das hast du toll gemacht. Also die Location hätte ich auch bedost, wenn die bei mir stehen würde. Also, wir werden uns jetzt mal wieder nach unten begeben oder erstmal in Ruhe Sandbank ein bisschen genießen und dann nach unten begeben. Wir sehen uns gleich wieder unten. Hendrik wird jetzt mal hier sicher abseilen. Dieser kleine Abseiler. Oh, und er seilt und er seilt und er setzt sich erstmal bequem hin. Und er seilt weiter. Oh, das sieht gut aus. Aber das sind Bilder für die Ewigkeit. Mensch, Mensch, Mensch. So, Freunde, wir verabschieden uns. Daumen machen wir. Nächste Etage war uns. Bonsbus. Einmal frei. Gut. Ja, sieht doch gut aus. Da ist oben. Hier geht's hinab zum Hendrik. So, das Seil ist schon raus. Ich mache jetzt hier runter. Das kennt ihr jetzt und jetzt gibt mir der Hendrik das Zeug mal runter. Ja. Also, was ist das Fazit? Dass unsere Variante schon ziemlich cool war, aber auch aufwendig. Allerdings, wir haben uns mal da oben die anderen Wege angeschaut, die waren auch aufwendig. So, das Equipment ist gepackt. Wir haben alles runtergerödelt, Hendrik, kommt die Leiter hinunter. Wir haben alles ordnungsgemäß verstaut. Wir müssen sagen, eine mega, mega geile Nummer, die uns auch ein bisschen herausgefordert hat. Das kann man, denke ich, so ehrlich sagen. Ganz so simpel war es nicht. Der Seileinbau war schwieriger dort als gedacht. Die Reibung der Pilotschnur auf dem Beton ist einfach nicht so einfach. Aber ich hoffe, ihr gebt mir nicht den, sondern den für das Video. Uns hat es einen riesen Spaß gemacht. Von mir war es schon lange ein Traum, diesen geilen Cache zu besuchen. Diese tolle Location. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen als bis bald.